Kommen drauf geschissen. Super. Und jetzt nach unten, dann nach rechts. Jetzt wieder nach unten und jetzt weiter nach unten. Links, Entschuldigung. Da hatte ich mich gerade links und rechts vertan. Und feuerfrei. So, natürlich nur damit wir uns hier in Ruhe umgucken können und uns die Kamera nicht auf den Sack geht. Hypnospritze Filme. Ich muss mal wieder ein paar Fotos machen. Erstmal alles nachladen. Stickstoffgranaten habe ich nicht mehr so viele. Pistolenkugeln nachgeladen. Das ist nachgeladen. Splittergranate muss ich ein bisschen aufpassen. Und Filme. Natürlich darf der Alkohol hier nicht fehlen. Mitgezogen an der großen Kette des Strebens und des Schaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Ja. Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Ja, natürlich. Die Kinder können was dafür, dass du sie entführst, Ryan. Und dass sie deswegen so hässlich aussehen. Natürlich. Stickstoff, Splitter und Antipersonen. Oh, super. Wir müssen da lang. Ich würde natürlich alles nochmal gerne... Vielleicht sollte ich die Big Daddies mal ein bisschen fotografieren. Rosie! Nummer B. Von denen habe ich nämlich noch gar nicht so viele. Erhöhter Schaden. Rosie sind anfällig gegen Panzerbrechend. Da sind mehrere Motive drauf, ne? Mehrere Motive. Houdini-Splicer. Super. Foto A. Brauchen Sie etwas Ruhe und Frieden, dann verwenden Sie Natural Camouflage. Oh ja, das hätte ich gerne. Okay, was haben wir denn hier? Medical Expert, Hacker's Delight. Das nehme ich. Mehrere Motive. Little Sister. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Kleiner Anstieg der maximalen... Oh, super. Da bin ich jetzt mal voll dabei. Na dann komm mal her. No, heul nicht rum, hm? Nein! Falscher Knopf! Jetzt haben wir sie ausgebeutet. Jetzt haben wir natürlich so viel wie möglich aus ihrem Adam rausgeholt. Und... Ja, das war nicht so toll. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur nachladen. Scheiße, das tut mir leid. Ich wollte die nicht ausbeuten. Na gut. Ist halt doof gelaufen. Da kann man jetzt leider auch nichts machen. Die sind alle auf unserer Seite. Super. Ist natürlich sehr, sehr doof gelaufen. Das wollte ich echt nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt.
Aber selbst in einem Somnisen-Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trutkühl drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schwer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Och, Pierre, was geht? Oh nö, der exakte Devino ist extrem verdünnt. Das geht natürlich gar nicht. Oh, dieser französische Akzent. Lustig, lustig. Ist schon lustig, auch wenn er sich ein bisschen komisch anhört. Sagen wir es mal so. Ist aber lustig. So, Ziel, besorge 7. Safehacker, shit. So, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe. Ah, super. Ein Safe, wo wir keinen Autohacker benutzen müssen. Ja, die Schwierigkeit hält sich da diesmal an Grenzen manchmal. Panzerbrechend. Oh, wir haben Panzerbrechend voll. Hätte ich vielleicht mal gegen die Big Daddies einsetzen sollen. Aber na gut, was haben wir hier? Haben wir den schon gehackt? Nein. Natürlich hacken wir hier alles, was geht. So, jetzt muss ich aber geradeaus. Dann ist die Fließgeschwindigkeit schon mal ein bisschen... Ah, das ist doch perfekt. So, nach oben und dann wieder nach oben und dann noch so ein Teil nach links und dann fertig. Super. Das gefällt mir gar nicht. Wahrscheinlich hat der Vater dich verlassen, weil du ein Arschloch bist und dich zu lieber zu splice, als anstatt ein freundlich, ehrlicher Mensch zu sein. Lieber Drogen und Geld und Kohle, das ist den Menschen lieber, ist den Menschen im Endeffekt doch wichtiger als alles andere. Nur der Mensch möchte das nicht zugeben. Das ist sehr, sehr traurig. Und die Menschen, die es zugeben, werden dann als schlecht betitelt, aber im Endeffekt... Wenn du sie dann direkt drauf ansprichst, nein, Menschenleben ist halt wichtig und pipapo. Und im Endeffekt, wenn das Geld hoch genug ist, dann scheißt im Endeffekt doch jeder drauf. Aber wie gesagt, will halt nur keiner zugeben. Das ist halt alles sehr doof. Da unten liegt noch Zeug. Ja, blöd gelaufen. Oh, da ist noch einer. Ach, der geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack. Sag mal, bin ich zu blöd zum... Meine Güte. Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hat eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Vielleicht. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Ihr hättet ja auch mal die Finger von diesem Adam weglassen können. Aber nein. So, ich will jetzt einfach mal dem Pfeil folgen, weil ich irgendwas sammeln muss. Film gesammelt.
super. So, mit einer fast leeren Pistole rumlaufen ist immer ungesund. Wo führt mich denn dieser Pfeil überhaupt dahin? Der Parasit verbreitet ständig Fontaine. Hallo! Rapture lebt. Hab ich die gerade gewone-hittet? Finde ich persönlich nicht schlecht. Wieso Bienen? Na, lasst mich in Ruhe, ihr Bienen. Ich mach doch nichts. Sind die etwa hier verbrannt? Och, das tut mir nicht leid. Zerstört die ursprüngliche Zelle und ersetzt sie durch instabile Standversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr, Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja, Fontaine reibt sich die Hände. Alles klar. Jo, wir haben, wie gesagt, Plasmid-Slot, Körpertoniker-Slot, Kampftoniker-Slot, warum nicht? Habe ich da was? Keine Plasmide verfügbar. Setz einen Bienenschwarm ein. Human Inferno, sie nehmen weniger Schaden und fügen viel mehr Schaden durch Feuer zu. Vending Expert, verringert ihr die Preise an Verkaufsautomaten extra nur jetzt wenig, okay. Maschinenbuster, den Schaden, den sie Kameras zufügen, brauche ich ja nicht. Die holen wir ja auf unserer Seite. Abfackeln benutze ich so gut wie kaum. Human Inferno nehme ich vielleicht, weil ich ja mit dem Napalm-Level so rum, ja. Bäh. Geht. So, supi. Wir brauchen aber neue Toniken. So, ich mache hier eine Pause. Ich brauche einfach noch mal ein bisschen Päuschen für mich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann kann sich der Zukunftsgraf mit den Bienen hier rumärgern. Bis dann, ciao. Super. Willkommen zurück. Ja, das tust du. So, einfach mal überall. So, die sehen uns nicht. Ich schicke dir vor uns. So, ich muss hier irgendwas sammeln und zwar wie soll ich den denn hacken?
Schatten, das muss irgendwie möglich sein. Das sieht auch jetzt ganz gut aus. So, jetzt erstmal so ein bisschen geradeaus. Ich hoffe, das kann ich noch ein paar Mal machen. Nee, da muss ich hier ein bisschen tricksen. Einmal nach oben. Dann nehme ich eine Rechtskurve, dann so eine Kurve nach unten und das Teil. So, jetzt besorge den Geschiss. Ich habe nur keine Ahnung, wie viel ich jetzt von denen besitze insgesamt. Ja, ja, komm, lass mich mal durch hier. Ich hasse Wien. Super. Ich habe nur keine Ahnung, wie viel ich jetzt von denen noch sammeln muss. Besorge 7 Einheiten destilliertes Wasser. Das bedeutet, ich brauche hier gar nichts mehr. Das ist gut. So, den hack ich mal in der Hoffnung, dass ich vielleicht ein bisschen Dingsbums wieder krieg. Lalalalalalalalala. Zirkus der Werte. Da passt die Musik. Finde ich total lustig. Das hat sich jetzt so ein bisschen heuchlerisch angehört. So finde ich total lustig. So ein bisschen ironisch, aber ich muss sagen, das stimmt. In meinem Kopf fährt ein Bär mit einem Hütchen auf einem Mini-Auto im Kreis in der Zirkusmanege. So, was kann ich denn kaufen? Nichts. Ich versuche einfach nur noch zu holen, was geht. Noch. Geh mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ich brauche ionischen Schrot. Drecksack. Das ist natürlich doof. Wenn ich die einfriere, dann lassen die nichts fallen, weil die Leichen dann kaputt gehen. Das ist immer so ein bisschen doof. Ah, hier liegt noch Zeug, das ist schön. Wisst ihr was, ich benutze mal den normalen Schrot, vielleicht bringt der mir was. Ich habe nichts. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein... Wieso tragen sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von ihnen daran, wie sie einmal ausgesehen haben. Und sie schämen sich. Tja.